Hallo! Wir sind zurück zu Minnekraft wieder, jetzt um 9:30 Uhr Wo bist du? abends. Ja, ich komme irgendwie nie vorher zum Aufnehmen. Also ich käme schon zum Aufnehmen, nur ich habe keine Lust vorher zum Aufnehmen, ist immer das Problem. Spät abends hast du Lust, oder wie? Ja, so spät abends muss ich dann ja, damit die Folge noch rauskommt. Das ist ja immer das Schlimme. Ich war beim Kölner Dom am Bauen, da muss ich jetzt aber die Maße mal eben nochmal raussuchen. Die weiß ich ja schon überhaupt nicht mehr wieder. Der muss Gesamtlänge 145 Meter etwa. Das wollen wir doch jetzt mal bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ich hätte ja einen Stack abgezählt. 59 habe ich bisher gesetzt. Mal sehen, wenn ich da jetzt einen Stack drauf packe. 123. 123, gut zu wissen. 59 plus 64 ist 123. Gut, dass du sowas automatisch weißt. Also ich mache jetzt gerade keinen Witz. Sobald ich irgendeine Rechnung höre, ich kann nicht anders. Ich fange einfach an zu rechnen. Ach so. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Ich mach das gar nicht bewusst, es passiert einfach. Ich grab da ab. Du gräbst da ab, dann machst du dich ja wenigstens mal nützlich. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Ein Grabebrot. Ich habe doch keine Schaufel gemacht. Warum hast du keine Schaufel gemacht hier, Junge? Das kann ich mir ja nicht ansehen hier, nimm mal. Wo kämen wir denn sonst hin? Komplett mir, aber keine Schaufel. Alter, wie groß dieser Dom ist. Wir sind ja vor allem jetzt nur an dem Gerüst, also an den Grundmaßen quasi im Aussägen. Es wird ja noch viel extremer wahrscheinlich. Mach den mal weg, sonst kommt meine Cobblestone-Rechnung durcheinander. Und nimm den Stein mit. Hast du ihn jetzt gesetzt? Ich hab einen gesetzt. Dann heißt es jetzt 124 habe ich, wenn ich den Stack fertig gesetzt habe. Wie hast du noch übrig? Ich habe gerade noch 20 auf dem Stack. Jetzt habe ich noch 18. Ja, mich sollte man vielleicht auch machen. Ja, sonst wird das hier ein bisschen ungemütlich. Da sind wir im finsteren Mittelalter wortwörtlich gelandet. Ich meine, wir haben ja 700 Jahre Bauzeit. Aber das muss ja noch nichts heißen. Ist der Dom echt so riesig in echt? Warst du da schon mal drinne? Nee, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Wir gehen irgendwann mal auf die Gamescom, irgendwann machen wir das mal zusammen. Ja, eigentlich, ab wann ist denn die dieses Jahr eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel, die FIBO wird dieses Jahr verschoben. Wird die auch verschoben wegen Corona, oder? Das weiß ich halt überhaupt nicht. So, wir haben jetzt 124, das heißt, da müssen noch, wenn wir auf 145 wollen, brauchen wir noch 21 drauf. Muss ich das jetzt genau abzählen? So. Und dann haben wir es doch fast schon. Und wir sind. Machen wir gleich mal die Schaufel. Dann müssen wir das jetzt nur noch auf der anderen Seite machen. Und damit ist es ja auch noch nicht getan im Grunde, weil dann müssen wir auch noch diese Seitendinger, wie auch immer die heißen. Die Breite ist der? Die Breite habe ich schon richtig hier ausgezählt hier vorne. Ja, wie weit ist die? Es waren, glaube ich, irgendwie 45. 40 mehr, oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall doch deutlich schmaler als die Längsseite. 45 Meter in der schmalen Variante. Dann gibt es quasi noch die breiten Dinger da in der Mitte einmal. Die machen das Ganze natürlich dann ein bisschen breiter. Da ist es nämlich an der breiten Stellen 86 Meter lang. Gut, 86 Meter wird natürlich in Minecraft ein bisschen schwierig, wenn die in der Mitte 45 ist. Deswegen runden wir es entweder auf oder ab, je nachdem. Auf. Ja, damit es symmetrisch ist, weil sonst hast du so komisch eine Seite irgendwie eins länger als die andere und das wollen wir ja auch nicht. Weil wo kämen wir denn da hin, wenn der Kölner Dom nicht symmetrisch wäre? Müssen wir mal das Nether-Update zeigen. Ja, das Nether-Update, das war jetzt nicht so spektakulär. Jeder redet davon irgendwie. Du verteidigst mich mal. Oder die Monster verteidigen mich gegenseitig. Gegen sich selbst. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da will ich den Spaß jetzt nicht vermiesen oder sowas. So, wir haben jetzt ein Kastenkonstrukt, das die Grundmaße der schmalen Seite, also des schmaleren Teils des Kölner Doms haben. Jetzt muss ich natürlich nur rausfinden, wo denn eigentlich diese breiten Dinger anfangen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal irgendwie ins Bett gerade, weil sonst wird das Bauen hier ein bisschen ungemütlich. Da in diesem Haus, da gibt's ein Bett. Und bei den Feldern gibt's noch eins. Ich habe bessere Gier. Hast du eigentlich gesehen, dass ich die XP-Farm überarbeitet habe? Hast du? Sie ist nicht
klasse, aber sie funktioniert. Weil ich das hier sehe, ist das aber auch alles nur die Breite der Innenseite. Das macht das natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Außenseite, das ist nicht 45 Meter breit, sondern irgendwie, wie ich das hier sehe, 61,54 Meter. Das macht es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Wie viel breiter muss ich dann in jede Richtung gehen? Wenn das hier 45 Meter sind, sagen wir, das ist 61 Meter, was wir dann brauchen, dann müssen wir noch mal 16 Meter draufkloppen. Und das fällt dann natürlich genau hier in dieses komisches Haus. Dann muss ich das Ganze hier mal um 2 Meter nach innen verschieben oder sowas, damit das passt. Oder machen wir am besten noch ein paar Meter mehr nach innen verschieben. Wir sind ja aktuell nur in der Bauphase. Da kann man das schon mal machen, dass man hier noch mal die Wände so ein bisschen verschiebt. Das sind dann wie viel? 1, 2, 3, 4 sind dazwischen. Das lasse ich trotzdem mal stehen für die Außenfassade. Dann werden wir bestimmt noch brauchen als Maß, damit wir hier irgendwie zumindest mal den Dom gescheit messen können, wie breit wir den an welchen Stellen genau machen müssen. Wir werden hier sowieso noch sehr lange dran arbeiten. Ich muss den Spawn hier eindeutig upgraden. Warum? Was stört dich am Spawn? Guck mal, also wenn du willst, kannst du dir mal angucken, wie ich das zurzeit gelöst habe, und das ist notdürftig. Ich weiß auch inzwischen, wie man es besser baut. Tust du das? So, ich grab hier jedenfalls erstmal den Berg hier ab, weil so ein Berg, der steht mir halt im Weg. Und wenn der im Weg steht, dann kann ich damit nicht viel anfangen, würde ich behaupten. Ja, gibt es denn irgendein Gesprächsthema, über das wir sprechen können? Wir waren doch vorhin bei Gamescom. Kannst du mal nachgucken, wann die stattfindet dieses Jahr? Dann bekommt ihr gleich mit, wie wir uns wahrscheinlich zu der Gamescom verabreden. Gamescom ist ziemlich im Sommer, also ich glaube nicht, dass die verschoben wird wegen Corona. Außer natürlich, gut, wenn es bis dahin nicht geheilt ist, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme. Naja, wenn man einmal das hatte, ist man ja auch immun gegenüber anderen Krankheiten. Da wäre ich mir nicht mal sicher. Abgesehen davon, wenn nicht, dass wir dann irgendwie wieder im Mittelalter so ungefähr ankommen mit den Pestärzten, dass wir das dann quasi die 25. August. Was? 25. August, oh Gott, habe ich da überhaupt Zeit? Das gucke ich jetzt nach. Ich weiß ja nicht, wann so meine Uni-Termine sind. Das könnte sogar durchaus funktionieren. Also vielleicht kommen wir dann zur Gamescom, man weiß es nicht. Also am 25. bis 29. Dann wird es natürlich ein Fan-Treffen geben. Das versteht sich ja von selbst. Wenn erschreckt, wenn einer kommt. Wir kommen da an und plötzlich sehen wir da irgendwie 20.000 Menschen mit Plakaten. Huhu, hier drüben, ihr wollt doch auch zum Fan-Treffen, oder? Und dann sagen wir, nein. Also, beziehungsweise wir kommen dann mit ganz komischen Dialekten an. Nee, wir sind ja die Gölner Jungs, wir sind ja eigentlich aus der Gegend. Wir haben ja nichts damit zu tun, damit mit eurem komischen Fan-Treffen hier. Genauso müssen wir da ankommen, weil sonst kann uns ja jeder an der Stimme erkennen. Oder nee, wir müssen einen Dialekt nehmen, den wir sonst nie benutzen. Welchen Dialekt haben wir denn nie benutzt? Wir reden da auf, weiß ich nicht. Chinesisch, oh Gott. Das ist doch kein Chinesisch, was du da redest. Doch. Nein, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Chinesisch war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Chinesisch genauso klingt. Ja. Klingen vielleicht, das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Also ich hoffe, da ist kein Chinese unter unseren Fans dabei, sonst erkennt er uns. Weil er uns ja nicht, sonst zum Glück nicht erkennt, wenn da zwei eindeutig nicht chinesisch aussehende Personen auf Chinesisch reden. Weil für die, die es nicht wussten, nein, wir sehen nicht chinesisch aus, wir beide. Auch wenn das vielleicht der ein oder andere jetzt vermutet haben möchte. Vielleicht haben wir jetzt bei manchen Leuten das Weltbild zerstört, aber das ist mir egal. Das war eh ein falsches Weltbild, das braucht man auch nicht zu schützen. Würde ich zumindest behaupten. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Aber eventuell sind wir dann auf der Gamescom tätig und treiben unser Unwesen. Aber es geht nicht irgendwie, ich glaube, Leon oder sowas immer zur Gamescom. Kann sein, dass der Cyborg auch da war. Da kann das ja echt dann irgendwann zum großen Community-Treffen werden. Rikische Community. Ja, ich glaube, wir müssen dann mit billigen Pappmasken da auftreten auch. Wolltest du dich mal irgendwie verurteilen, so eine komische Minecraft-Maske basteln? Oder irgendwie deinen GDK-Helm wolltest du doch mal basteln? GDK? Eins von beiden.
Ich meine, du wolltest aber den GDK-Helm auch mal basteln lassen, wo du extra beim Schmied irgendwie vorbeigehen wolltest, der dir das dann machen sollte. Irgendwie sowas habe ich mir auch in der Erinnerung. Das passt auf jeden Fall zu mir. Also, da erfahrt ihr mal hier ganz komische Dinge über DK. Das ist ja auch viel wert, wenn man über den was erfährt. Aber sonst über mich nichts erfährt. Genau, sonst bist du so voll der Secret Man. Eieiei, ich hab's doch jetzt schon wieder gesehen. Ist dieses Skelett gespawnt? Na, die Herren. Weiß ich, experimentiere an einem Skelett spawnen, aber. Oh, ja. So. Also. Ich mag ihresgleichen nicht. Gehen Sie weg. Dann hätten wir es ja auch geklärt. So, ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren bei der Gamescom. Gamescom? Also weil zumindest dass die FIBO immer Spaß macht. Die FIBO macht Spaß? Ist immer ganz cool. Warst du denn auf der FIBO schon? 3 oder 4 Mal. Das treffe sich ja sogar ganz gut, wenn wir auf der Gamescom wären, weil ich glaube, Tricky wollte da irgendwie sein Fan-Treffen oder ich weiß nicht, ob er ein Fan-Treffen machen wollte. Aber der wollte da jedenfalls hinkommen. Dann machen wir quasi unser Fantreffen gleich in einem da mit. Unser Fantreffen, ahoi. Also ich nehme mal zynisch an, Trickys Fangemeinschaft beinhaltet unsere komplett, unsere, die aus 0 Leuten besteht. Von daher... Wir haben nur 2 Betten sind, die manchmal Videos nehmen, ohne auf irgendeinen Erfolg zu hoffen. Ich meine, vielleicht, wenn wir Glück haben, müssen wir natürlich ausschalten nach großen YouTubern, die das Livestream die Games kommen und dann laut unsere Kanalnamen da in dem Stream in die Kamera schreien. Wir machen wahrscheinlich wirklich Leute, oder? Ja, ich hatte das irgendwann tatsächlich mal bei Gronkhs Gamescom Livestream reingeguckt und irgendwie war da dann irgendein Hintergrund, der meinte, hier abonniert diesen YouTube-Kanal. Ich habe mir da nicht gemerkt, wie der hieß, der Kanal. Sonst hätte ich das wahrscheinlich wirklich mal drauf geguckt. Ganz ehrlich, für so eine Aktion, da darf man auch schon mal gefeiert werden. So, ich markiere mal hier die richtigen Dinger. Musst du einfach so ein Mikrofon nehmen und das voll in den Livestream holen. Ich komme da mit Megafon so an. Abonnieren Sie diesen Kanal! Achtung, Achtung, dies ist eine Durchsage. Abonnieren Sie diesen Kanal! Genauso mache ich das. Abonnieren Sie auch SP4004. Da kommt zwar nie was raus, aber Sie abonnieren Sie ihn trotzdem. Abonnieren Sie auch Elefant Studios. Da kommt noch weniger raus, aber abonnieren Sie den auch. Den Kanal Leon dürfen Sie meinetwegen auch abonnieren. Das aber auf eine Gefahr. Wen haben wir denn noch in der Community, den wir durchsagen können? Sie können zu Cyborg auf Twitch folgen. Der macht Livestreams, die 5 Minuten gehen und in denen er gemutet ist. Das sind sowieso die besten Livestreams einfach. Genauso muss ich das machen auf jeden Fall auf der Gamescom. Wo sich natürlich die Frage stellt, welche Spiele kommen denn eigentlich raus, die auf der Gamescom vorgestellt werden? Ich weiß immer total, also ich finde es immer total geil, wie das aussieht schon, also. Aber keine Ahnung. Was wird denn da wirklich vorgestellt? Das nächste GTA? Kommt ein neues aus? Ich glaub nicht. Ich dachte gerade schon, wann kam denn GTA 5 raus? Das ist ja auch schon ewig alt wieder. Ich glaube, die wollen aber keine GTA-Teile mehr rausbringen, weil ich aber nicht so ganz verstehe. Das ist in der Tat irgendwie ein Versäumnis. Auch wenn ich jetzt selbst GTA gar nicht gespielt habe bislang, aber... Nein, aber einfach so aus geldlichem Hintergrund schon. Mhm. Warum sollte man kein weiteres rausbringen? Das ist eine gute Frage. Währenddessen kommt dann EA an mit FIFA 21... demnächst. FIFA 99? Ich meine, ich glaube sogar der Emile ist das mittlerweile einfach, der hat mittlerweile keinen Bock mehr auf FIFA. Zumindest hat er hat FIFA 19 damals jetzt played noch, hat dann aber nach kurzer Zeit abgebrochen, weil es ihm keinen Spaß mehr machte. Und FIFA 20 hat er jetzt gar nicht mehr jetzt played. Was überhaupt? Ich weiß nicht, ob er das hat. Aber ich finde es schon irgendwie abzocke, wenn du jedes Jahr quasi das gleiche Spiel auch mal rausbringst. Weil was ist in den FIFA-Spielen unterschiedlich? Keine Ahnung, darüber hatten wir uns schon mal unterhalten mit Ela. Ja, und selbst der meinte, manchmal ist es ziemlich sinnlos. Also wenn Ela als Fan das schon sagt, oder ich weiß nicht, ob er noch Fan ist, aber zumindest als irgendwann mal Fan, wenn er das sagt, dann ist das schon...
Traurig. Kommt denn sonst irgendwas Spieltechnisches? Weißt du von irgendeinem Spiel, was definitiv kommt? Nee, absolut nicht. Ich bin aber auch ja nicht so auf dem Laufenden. Ich auch nicht, ist das Problem. Bei Spielen bin ich irgendwie, kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Wahrscheinlich mehr mit Gerätelinien aus. Also, Fitnessstudio-Geräten. Ja, das war mir jetzt auch klar, dass du dich dann mit Fitnessstudio-Geräten auskennst. Du als der Fitness-YouTuber, das müsstest du eigentlich echt mal machen, so Fitness-Videos. Das wäre. Ich will allerdings keinen Bezug zu diesem Kanal nehmen, ne? Das kannst du natürlich so handhaben. Du kannst natürlich auch mit Maske Fitness machen. Würde man auch nicht wirklich erahnen, wer sich dahinter verbirgt. Ich weiß auch nicht. Oder, ich weiß nicht, wenn du irgendwann ein großes Face-Video machst. Sehr lange erwartet. Also, ihr müsst wissen, DKs Video, wo er sich zeigt, kommt dann bei 1 Million Abonnenten bei ihm. Das ist ja wohl klar. Ich weiß auch nicht, vielleicht gilt auch immer noch diese Aussage von damals, wenn DK 500 Abonnenten oder was war das erreicht, dann isst er einen Schnaps. Erinnert sich da noch irgendjemand dran? Mach ich gerne, dass ich dann einen Schnaps trinke. Nee, du isst ihn ja. Das war ja der Witz daran. Okay, machen wir es so, wenn ich 500 Abonnenten erreiche. Der Schnaps kann man nicht tief... Kann man das tiefkühlen? Ich weiß es gar nicht. Willst du Schnapseis machen oder was? Ja. Das ist mal, das müssen wir eigentlich mal so, das kommt demnächst auf meinem Chemiekanal, den es nicht gibt. Irgendwie kann man Schnaps gefrieren. Kann man bestimmt, aber die Frage ist, wie kalt. Wenn es noch erträglich ist, dann kann man die Eiswürfel ja zerbeißen. Wenn es zu kalt wird, wird es für die Zähne extrem schädlich. Du musst es ja nicht zerbeißen. Ich denke, wenn du den Schnaps wie so ein Eis am Stiel isst, das reicht auch. Da hast du ihn ja auch gegessen und bist danach sturzbetrunken, aber das ist ja der Sinn davon. Ah, nicht so sehr. Also ich werde mich so nicht schnell betrunken, obwohl ich nie was trinke. Die wird total komisch. Ah ja. So mit 3 anderen Leuten, die kippen schon halb weg. Ich trinke noch eine Flasche Wodka hinterher und denke mir dann eher so, boah. Das ist natürlich interessant. Bei seinem 5.000 Abonnenten, da macht er dann die Schnaps-Bucket-Challenge. Das wäre ziemliche Lebensmittelverschwendung, aber egal. Also müssen die dann auch tiefgekühlt rein, die Schnapse, oder? Naja, da sind halt Eiswürfel drin. Weiß ich, die Eis-Bucket-Challenge ist doch auch schon wieder ewig her, dass es die gab. Wann war die eigentlich in? Das ist doch auch schon bestimmt 3-4 Jahre her. Erinnert sich überhaupt von den Jüngeren unter euch noch jemand daran? Nee, das ist schon ganz vergessen. Vor allem die Jüngeren unter euch, das ist ja, ich weiß ja auch nicht, ob es überhaupt Jüngere unter euch gibt in dem Sinne. Aber das ist ja auch egal. Wir sind nicht schon seit 80 Jahren diese ganzen Szene unterwegs sind, so wie wir. Ich finde es ja immer noch irgendwie schon bedenklich irgendwie. Es gibt ja heute wahrscheinlich einige Kinder, die Minecraft spielen, die noch gar nicht geboren waren, als es rauskam. Das ist... Gaming-Szene hat echt in den letzten Jahren, zugenommen. Mhm. Aber ich glaube, die neuesten Analysen zeigen, dass es wieder zurückgeht. Was, die Gaming-Szene? Ja, also den Einkommen, der darin errichtet wird, ist nicht mehr so hoch wie vor noch ein paar Jahren. Weil ich denke mal... Die Frage, ob das nur so kurzzeitig sein wird oder ob das jetzt ganz zurückgeht und dann ausstirbt. Warum habe ich denn keine Axt beides dabei? Möglich? Ja, das ist natürlich möglich, aber ich denke, die Gaming-Szene wird nicht aussterben. Irgendwas spielen wollen die Leute immer, glaube ich. Ja, also ich mache ja auch viel Sport und das macht mir echt sehr mehr Spaß. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ du da für die Menschheit bist. Nein, ich bin gar nicht repräsentativ. Ja, siehst du, deswegen... Aber ich meine, vielleicht mit anderen, also vielleicht nicht mit so Sportarten, wie ich mache, sondern mit anderen Sportarten, kann ich mir gut vorstellen, dass es bald kommt. Weiß ich jetzt nicht. Also kann ich mir gut vorstellen, dass da in Zukunft andere Mächte walten. Andere Mächte. Aber ich denke mal, in der Gaming-Szene da... Wie stark so im Vergleich zu Wesen auf der Erde der Minecraft Steve ist. Das hatte doch mal irgendeiner schon... Ja, aber das ist ja nicht das, wo der mit den Goldäpfeln zum Ende kam, sondern wo der mit, ich glaube, Goldblöcken in Schalka. Ja, das ist auf jeden Fall so das härteste Wasser, was man haben kann. Das war so viel. Ich glaube, der Minecraft Steve wurde auch mal in irgendeinem Stärkevergleich-Video auf Platz 1 gestellt. Ist natürlich die Frage, wie stark ist der Terraria-Charakter? Der schleppt ja seine 999 Block-Dinge im Inventar rum, die allerdings Quadratfuß sind und nicht Quadratmeter. Soll natürlich auch dazu sagen. Aber prinzipiell dürfte der auch nicht ganz schwach sein. Und ich weiß nicht, welchen Spielcharakter...
müsste man mal ausrechnen. Mhm. Wenn sie bei Mojang jetzt natürlich alle ärgern wollten, würden sie jetzt irgendwie machen, dass die Sachen in Minecraft wirklich ein Gewicht haben, dass das wie bei Ark dann quasi so ist, dass der dann irgendwann zu schwer ist. Aber das wäre kacke. Das würde ja ganz Minecraft kaputt machen. Aber nun gut. Wir sehen jetzt auch schon wieder 40 Minuten bei der Aufnahme. Oh Gott. Was haben wir eigentlich erreicht? Wir haben ein bisschen über die Gamescom geredet halt. Aber mehr auch nicht. Ja gut, ich würde aber sagen, da ich das heute noch schneiden muss und alles, beende ich dann mal an der Stelle vielleicht. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss.